aus vorbei mit dem Filmfest München. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg nach Hause, aber bevor wir abhauen, müssen wir euch natürlich noch die 5 Filme vom Filmfest München vorstellen, die ihr unbedingt gesehen haben müsst. Fangen wir an mit dem Allerbesten oder hören wir auf mit dem Allerbesten? Oh, das bleibt dir überlassen. Ach, dann scheiß drauf. Ich überrasche dich total. Und wir fangen natürlich mit dem Besten an. Der Film, den wir beide quasi auf Platz 1 gewählt haben, der auch ins Kino kommen wird, ist Fickefuchs. Ein deutscher Beitrag, der knallhart ist und der, wenn man sowas hat beim Filmfest München, wie ein Film, wo alle aufhören zu atmen oder lachen, weil sie eigentlich panisch sind, dann war es dieser Film. Absolut, ja. Willst du kurz erzählen, worum es ging? Ja, Jan-Henrik Stahlberg spielt einen älteren Mann, der sexuell frustriert ist und der kriegt dann Besuch von seinem Sohn, von dem er bisher nichts wusste. Der noch sexueller frustriert ist. Genau. Und tatsächlich also schon in der Klapse saß, weil er Frauen fast vergewaltigt hat. Und diese beiden, die ein großes Problem haben mit diesem Ganzen, wie jetzt dieser neue Feminismus funktioniert und dass Frauen Nein sagen dürfen, obwohl sie ja eigentlich ihren Penis in sie reinstecken wollen, alles das ist alles sehr, sehr kompliziert und schwierig und die beiden kommen gar nicht so richtig klar und versuchen irgendwo zwischen ihren Lenden und ihrem Hirn ihre Männlichkeit zu suchen und zu etablieren. Und das ist ein Film, der furchtbar wehtut und gleichzeitig unglaublich lustig ist. Und der ist absolut und definitiv unsere Nummer 1. Absolut. Und ja, der reiht sich unglaublich gut ein mit Die göttliche Ordnung. Einem Film aus der Schweiz, wo es eigentlich darum geht, dass Frauen in Schweizer Dörfern sich in den 70er Jahren emanzipieren und dort auch versuchen umzusetzen, dass man in der Schweiz als Frau in den 70er Jahren endlich mal zur Wahl gehen darf und sozusagen die Anfänge der feministischen Bewegung in der Schweiz aufzeigt und auch, wie schrecklich die Lage eigentlich dort für Frauen damals war und nochmal ein bisschen darauf hinweist, dass das ja noch gar nicht so lange her ist, dass mein Ehemann mir hätte erlauben müssen, hier sitzen zu dürfen, um mit dir einen Vlog zu machen. Ja, unglaublich. Also, unfassbar. Ja, ein weiterer Film, den wir euch unbedingt ans Herz legen wollen, ist von Jonas Carpignano, A Ciambra. Eine Geschichte, die im Milieu süditalienischer Sinti oder Roma spielt, die ein unglaublich elendes Leben führen, die sich mit kleinen Diebstählen und allem Möglichen über Wasser halten. Und erzählt die Geschichte eines Jungen, der sozusagen plötzlich ja, so eine Art Familienoberhaupt wird und sich behaupten muss. Mhm. Es gibt dann natürlich noch Mafia-Strukturen. Und es ist sehr realistisch gefilmt und hat dann so Momente von magischem Realismus, das, was wirklich einfach nochmal ganz toll ist. Und eine sehr genaue, sehr präzise Milieustudie. Sehr realistisch gefilmt, weil Dokumentarfilm ist auch, wenn Gott schläft, ein Dokumentarfilm über einen relativ jungen iranischen Künstler, der im Exil lebt in Deutschland, weil über ihn die Todesfatwa ausgesprochen wurde, schon vor Jahren. Und Wenn Gott schläft, ist ein Film, der ihn über Jahre begleitet und sich anschaut, wie sich seine Kunst ändert in diesem neuen politischen Kontext, aber vor allem auch, was es für einen Menschen grundsätzlich bedeutet, immer in Angst zu leben und sich verstecken zu müssen. Und was es sozusagen auch psychologisch mit dieser Person macht, denn wie möchte man überhaupt in so einer Situation Beziehungen aufrechterhalten? Wie kann man jemanden lieben? Wie kann man Kontakt mit seinen Eltern halten, wenn man nicht mehr in den Iran einreisen darf und alles überwacht wird und so weiter? Ein Film, der auch sehr, sehr deutlich zeigt, dass es doch sehr, sehr große Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Menschen, die in Deutschland leben, die nicht nur damit zu tun haben, aus welchem Land sie kommen, sondern auch mit völlig unterschiedlichen Realitäten. Ja, und ein sehr ähnlicher Film ist auch City of Ghosts von Matthew Heineman, ebenfalls ein Dokumentarfilm, der erzählt die Geschichte von Exilsyrern oder von einer syrischen Exilorganisation, die im Prinzip aus der vom IS besetzten Stadt Raqqa Bilder liefern und einfach zeigen, was dort wirklich tagtäglich an Gräueltaten, an Unterdrückung, an Folterungen, an Exekutionen herrscht. Und es sind im Prinzip die Mitglieder dieser Organisation, die fliehen konnten und die sich dann tagtäglich mit diesem Elend konfrontiert sehen. Es ist ein sehr erschütternder Film, der einfach nochmal zeigt, was dort im Prinzip in Syrien tagtäglich passiert an Gräueltaten. Also eine ziemliche Bandbreite, ja. Wenn wir mit Fickfuchs anfangen und mit diesem Film aufhören. Es ist sehr viel dabei, sehr viele Sachen, die, ich glaube, viel im Kino zeigen, von denen man etwas lernen kann und sollte.
Und darüber sind wir ganz froh, weil die meisten von diesen Filmen definitiv im Kino stattfinden. Und ihr könnt natürlich bei uns auf der Seite sehen, wann das ist. Und ihr könnt unsere wunderbaren Filmkritiken, die noch viel ausführlicher und besser formuliert sind als das gerade eben, dort lesen. Und ansonsten ist jetzt endlich mal Schluss mit Filmfest München. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns wieder, warte, in Venedig. In Venedig. Aber vorher machen wir erstmal ein bisschen Sommer. Genau. In diesem Sinne, Servus.